So, naja, war gut gewesen, ne? Erste Koop-Runde. Aber interessant, auf jeden Fall. Dieser Moment, wenn du im Stream vorspielst und Darky komplett rage und ich denke mir einfach nur, Gott sei Dank, dass ich keine Kopfhörer habe. Naja. Das Spiel ist relativ einfach zu checken, Aiden. Können wir mal eine normale Singleplayer-Mission machen? Da läuft es ein bisschen ruhiger. Wir haben noch eine Saisonbelohnung, alles klar. Kriegen wir noch ein bisschen. Dafür, dass wir ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, kriegen wir noch. Das sind Schriftrollen. Schriftrollen brauchst du, um deine Items aufzurüsten. Den Bogen kann man halt, um Waffen aufzurüsten. Die Pfote kann man nutzen, um seine Haustiere zu verbessern. Und den Gürtel kann man nutzen, um halt die Gürtel zu verbessern. Die Saphire, die wir hier kriegen, brauchen wir, um unseren Helden aufzuleveln. Je mehr Erfahrung wir haben, desto weiter kommen wir hier runter. Wir können uns später im Prinzip noch einen Kampfpass kaufen. Für 4,59 €. Und damit kriegst du entsprechend auch die linke Seite, ne? Weil aktuell ist die gesperrt, weil da die Kisten, die sind extrem heftige Belohnungen. Es geht runter bis Level 30. Okay. Und wir haben für diese Season allerdings nur noch 7 Stunden 30 Minuten Zeit. Also das kriegen wir eh nicht mehr hin. Hier haben wir Leistung, Kapitel 1, 10 abschließen. Das sind also Belohnungen, können wir uns nachträglich holen für das Erledigen von alten Missionen damals, da wir die Edelsteine gebrauchen könnten. Nehmen wir es einfach mal mit. Ich finde, Helden lohnt sich nicht. Finde ich tatsächlich auch aktuell. Also ich finde meinen Helden schon erstmal ganz okay. Für andere Helden, ich würde auf jeden Fall nicht Dings benutzen, Geld investieren wollen. Wir kriegen erstmal die Kapitelbelohnungen. Ganz schön viele Steinchen dafür. Mit den Steinchen können wir uns entsprechend neue Lila-Kisten kaufen, wo gutes Equipment drin ist. Zachchen Cyril, kannst du schon mit dir Duo? Haben wir gerade gemacht, Epic Kill. Wir werden gleich mal eine Singleplayer-Runde erstmal machen. Erstmal nehmen wir uns. Boah, ne, ich habe gar keine Lust drauf. Sorry, Alter. Ah, da muss ich ja tausend Dinger. Hier haben wir noch Tagesaufgaben beim Spiel anmelden. Was haben wir hier? Genau, wir kriegen, ich glaube, alle 20 Minuten. Guck mal hier rein. Ne, alle jede Stunde. Alle Stunde können wir uns entsprechend unsere Mitgliederbelohnung nehmen. Das ist durch das Talent. Hier gibt es ein Talent Zeitbelohnung. Wir kriegen über die Zeit immer wieder automatisch Belohnungen, ohne dass wir das dafür machen müssen. Und die werden hier gesammelt. Ich glaube, maximal 72 Stunden. Das heißt, 8 pro Minute an Gold, 2 Erfahrung pro Minute, mal 60 sind wir bei 120 pro Stunde. Und hier sind wir bei 480 pro Stunde. Und das mal 72, da ist schon ziemlich viel Zeug. Was haben wir hier? Uff, was haben wir hier? Gibt es auch noch ja, Kapitelbelohnung. Das lassen wir auch erstmal sein. Na, wir könnten entsprechend hier eine Zauberbuchkiste öffnen, um Zauber und Roll zu halten. Chance auf den Ring und Geist. Okay, kann man also das ganze Zeug kriegen. Ein Zauberbuch gibt es auch noch, ist auch neu. Aber wir spielen erstmal eine normale Mission. Was haben wir bei Expedition? Hat man gerade schon gemacht. Beinhaus Wüste. Na, mal gucken, ob wir da überhaupt noch wieder reinkommen, richtig. Mehrfachschuss. Let's go. Und die einzelnen Skills haben halt immer wieder unterschiedliche Bedeutungen. Das heißt, Mehrfachschuss, das heißt, ich schieße jetzt jedes Mal einen Schuss mehr. Ach, das war ja die Scheiße. Und die Sense macht einfach 1200 Schaden. Ja, was ich wirklich gut finde. Wirklich viel Schaden ist das. Eine Waffenschriftrolle. Fast im Gegner drin gespawnt. Und die drückt halt die Gegner weg. Das ist auch wichtig. Die kommen einfach nicht an mich ran, deswegen ich finde die Sense schon sehr, sehr nice. Wir vergiften die Gegner automatisch, weil unser Held einfach eine Gift-Skills hat. Und man muss einfach Projektilen dodgen. Wir haben 3733 Leben aktuell. Und wir müssen Projektilen dodgen. Und haben ein Level abbekommen. Können wir schon Zorn, das heißt, je weniger Leben wir haben, desto mehr Schaden verursachen wir. Dunkle Berührung nehmen wir noch mit. Und dann haben wir hier noch einen. Nö, lass mal. Ich glaube, ich schlafe wieder ein bisschen. Schlaf gut. Ich bin noch nicht bereit für ASMR, danke. Okay. Und gibt es bald mal wieder Streamception? Ja, nicht hier. Hier muss ich mich konzentrieren auf das Spiel. Du wirst merken, im Verlauf des Spiels, das ist sehr schwierig. Ich bin einfach nur sehr gut, deswegen sieht das immer nicht ganz so schwierig aus für euch. Aber es ist unglaublich schwierig. Das geht ja noch, das ist ja hier ganz entspannt. Ein Sapphire.
Weil die schießen jetzt auch keine Projektile in eine gerade Richtung. Das heißt also, da kann man auch schwer kalkulieren damit, weil die einfach irgendwo hinschießen. Hat mir Schaden gemacht. Bam, 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 bam. Hast du schon am Morgen erst mal probiert? Nee, noch nicht. Aber ich hab's schon mal gesehen im Stream. Ist halt ähnlich wie TTT, ne? Oh, nice. Erster Bossgegner. Weil der schießt. Ach, I, Alter. Ah, ist das widerlich, ey. Sind das widerliche Gegner? Ups. Mit jedem einzelnen Move spuckt er seine hässlichen Kugeln raus. Und wir können ihm kaum Damage machen, weil er immer wieder runterspringt. Das heißt, hier hast du mit dem Bumerang richtig große Probleme. Weil du kannst ihm kaum Schaden machen, finde ich. Ja, spuck halt direkt auf mich rauf, du Lutscher, ey. Also selbst mit der Sense ist es schon schwierig und ich mache halt schon ultra viel Damage. Und die Bosse sind echt heftig teilweise. Ist das ein Lutscher, Alter? Der spuckt immer direkt auf mich rauf. Ist das widerlich. Ist nice, Among Us. Pff, ja. Aber ich war, wie gesagt, auch kein TTT-Fan unbedingt. Also, man braucht halt die Leute dafür. Eindeutige Fledermaus. Kopfschuss oder GP-Boost? Wir nehmen die mal mit. Kopfschuss haben wir ja so oder so schon. Uff. Jetzt sind wir Welle. Ich weiß gar nicht, welche Ebene wir gerade sind. Oh Gott! Ich bin am Wasser hängen geblieben. Jetzt haben wir noch Mage, die einfach von oben einen Meteor runterkrachen lassen. Gut, der ist halt relativ recht offensichtlich. Oh Gott, Gott. Jetzt haben wir noch einen Querschläger, das heißt, die Projektile springen von einem Gegner zum anderen, was sehr praktisch ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, hat mich getroffen. Ding, 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 ding. Ah, ist immer ganz cool, wenn hier hintereinander stehen direkt. Ich weiß gar nicht, wo wir hier verloren haben, auf welcher Ebene. Also es wird irgendein Bossgegner gewesen sein. Was auch sonst. Bling, bling, jetzt können wir das doch wieder ein bisschen lauter machen. Frontfall durch Boilerschuss ist es sowieso schon die Sense. Also können wir einen Frontfall machen für die Bossgegner, wenn sie etwas dicker sind. Die Einpassen sind immer so unangenehm, ist so. Ich spare aktuell alles für einen neuen krassen Helden, habe jetzt 1000 Juwelen und 3000 Münzen, LOL braucht aber 1,8 Juwelen. Ja, ich habe 3000 noch was Juwelen, aber aktuell will ich mir keinen anderen Helden kaufen. Ich weiß nicht, welcher wirklich gut ist. Jetzt haben wir halt entsprechend jeweils zwei Sensen, die wir schießen können. Mit einem Querschläger ist das schon echt böse. Also du kannst dir richtig fiese Kombinationen hier zusammenstellen. Ist natürlich immer viel glücksabhängig, die Mission, ob sie gut laufen oder schlecht. Weil du immer davon abhängig bist, welche Skills du bekommst. Bam, 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 bam. Ding, 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 ding. So. Kopfschuss brauchen wir nicht, also wir nehmen einen Angriffsboost mit. Wir machen jetzt noch mehr Schaden. Hier oben können wir unsere Skills sehen, die wir alle dabei haben. Das ist sowieso das, was er standardmäßig dabei hat. Was ist 100%? Das muss ich mal raufklicken, wenn ich eine neue Mission habe. Leute, 39 Likes. Like mal, finde ich auch. Sollte man machen. Wir haben jetzt 5226 Leben. Also wir kriegen super viel Leben dazu. Und jetzt haben wir wieder einen Bossgegner. Okay, der ist relativ... Ich korrigiere mich, er ist nicht einfach, weil er diese hässlichen Dinger da schießt. Ja, das war auf jeden Fall auch ein Held, der gar nicht so... Ein Boss, der nicht so einfach war. Weil man teilweise nicht herausfinden konnte, wo denn diese Dinger hinfliegen. Aber der war tatsächlich sehr einfach. Wenn man halt keinen so viel Schaden hat, ist es schwierig. Okay. Wieder ein bisschen Erfahrung. Wir haben Level 8 da rechts. Sehr gut. Todesbaum, Obsidiankreis, Blitzen. Ah, Mensch. Machen wir ein Obsidiankreis, würde ich sagen, oder? Oder ein Blitzring? Ich glaube, einen Schockangriff haben wir noch nicht. Dings hingegen aber schon Obsidian. Ja, versteckt euch halt noch mehr, ihr Lutscher. Und die können durch die Wand laufen. So unfair. Richtige kleine Cheater. Und die schießen einfach ihre Projektile einfach irgendwo hin.
Und die fliegen einfach komplett durch. Langsam fliegen sie. Gott, ist das eine ekelhafte Map. Und der schießt halt auch immer nur, das ist auch ein Aiden, falls du es vorher nicht wusstest, der schießt nur, wenn du stehen bleibst. Das heißt, wenn du dich bewegst, kannst du nicht angreifen. Es macht es auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil du halt immer dich irgendwo eine Position suchen musst, wo du nicht angegriffen werden kannst und dich immer halt nur so kleine Stückchen bewegen solltest, um wirklich gut zu spielen. So, da sind kleine Scharfschützen. Die können auch durch die Wand durchballern, weil sie fliegen. Oh Gott. Ding, 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 ding. Aua. Ich glaube, ich habe gerade eine Sense abbekommen. Und irgendwann fliegen ja so viele Projektile um die Gegend, dass du gar nicht mehr wirklich eine Übersicht hast, welches Projektil von dir ist und welches vom Gegner. Im Prinzip musst du allem ausweichen. Ist schon ein lustiges Game. Starkes Herz. Das heißt, wir kriegen mehr Leben, wenn wir ein Herz aufsammeln. Aber wir nehmen mal Heilen mit. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Herzen noch gedroppt werden. So eine Gegner sind cool. Nahkämpfer sind echt cool. Weil Nahkämpfer kommen an mich automatisch nicht ran, weil ich einfach diese... die Sense habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Widerlich. Wir sind ja nicht immer Nahkämpfer. Und du weißt ja nicht, welche. Okay, die roten Sensen gehören zu denen. Die lilanen sind meine. Ein kleiner, feiner grafischer Unterschied. Die können jumpen. Die Hunde können anspringen. Also nicht allzu problematisch hier gerade. Da gibt's Schlimmeres. Ah, Magier ist okay. Was noch ein Magier? Ding, 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 ding. Und du kriegst die Belohnung dummerweise erst, wenn du gewonnen hast. Also wenn du jetzt sterben würdest, würden alle Punkte, die da jetzt sind, verschwendet werden. Seitenfalle ist jetzt nicht so geil. Unbesiegbar kann man machen. Das heißt, ab und zu werde ich für 2 Sekunden unbesiegbar. Welle 13 oder Ebene 13. Angriffsboost gering. Wir können Waffenschriftrollen kaufen. 10 Stück für 18.000 oder 15 Saphite für 150 Juwele. Ich weiß gar nicht, ob davon überhaupt was sinnvoll ist. Waffenschriftrollen. Sind die Schriftrollen sinnvoll? Sollte man sich die Schriftrollen kaufen? Ich weiß gar nicht genau. Soll man die Schriftrollen kaufen oder nicht? Das ist schon ein cooles Spiel. Jetzt kann ich mal ganz kurz die Titel machen. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wo wir gerade sind. Beinhauswüste, ne? Na, moin, nein, nicht kaufen. Warum nicht, Chris? Moin. Nicht kaufen. Aber warum nicht? Meinst du, wie sie über die... Ja? Spieler, brauchst du so viel Geld, lohnt sich einfach nicht. Aha. Na gut, dann lassen wir es erstmal. Neuer Bossgegner. Ich weiß nicht, wer das ist. Okay, ja, klar. Also erstmal haben wir hier Sand. Das heißt, wir sehen die Projektile der Gegner sowieso kaum. Und dann sind es auch noch so viele Projektile. Oh ja, nice. Und die Besiegerkarte hat mich... 760 Schaden habe ich bekommen. Okay, einer ist tot. Und dann ist jetzt auch tot. Nice! Easy! Ich bin einfach ein Gott! War lohnt nicht, zu teuer. Okay, danke. Wir kriegen 400 von den Dingern dazu. Schildschutz ist ganz cool, um Projektile ab und zu abzuhalten. Okay. Ich weiß gar nicht, was wir maximal Level mal hatten. Ich glaube 10 war maximal Level, ne? Also wir kriegen höchstens noch ein Level. Und das Spiel ist wohl auch etwas leichter geworden im Vergleich zu damals. Schauen wir mal, ob wir es durchschaffen. Aua. Mein Schild hat mein Projekt. Da ist das Projektil gerade geblockt worden vom Schild. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich will natürlich nicht unbedingt in den Gegner drinstehen, wenn sie direkt spawnen. Dafür gibt es nämlich auch Kollisionsdamage, was auch ungeil ist. Das heißt, wenn du mit Gegner zusammenstößt, kriegst du Schaden ab. Ja, Spinnen. Spinnen! Oh, die können schießen. Das ist ja widerlich. Bling! Könnte gerade so viel abklären, aber immer fehlt das Geld bei mir, weil die Upgrades zu teuer werden. Hm, verstehe ich. Angriffsgeschwindigkeit nehmen wir mit. Muss los, hau rein, Irrschläge. 16, ich glaube 20 ist das Maximum. 20 ist das Levelende hier, ne? Das können wir tatsächlich sogar schaffen. Wir haben auch jedes Mal, wenn wir sterben, pro komplettem Run einmal die Möglichkeit, uns zu wiederbeleben zu lassen. Einmal hast du die Möglichkeit, das heißt, solltest du am Bossgegner sterben und der hat nur noch ganz wenig Leben, lässt du dich einfach wiederbeleben. Alter, haben die gerade viel Damage gemacht. Okay, Konstellation. Und kannst dich entsprechend. Kannst du entsprechend den Gegner killen. Jetzt mal nur Unsichtbarkeit genutzt, sehr gut. Uff. Ist schon hardcore, dieses Game. Aber es ist, glaube ich, deutlich einfacher gemacht worden. Für die Spieler. Im Vergleich zu damals. Also auch, dass ich einfach mal 5000 Leben habe. Boah, da die schießen in der Kurve. Na, wir haben Max-Level erreicht, schade. Warum hast du eigentlich deine Abos ausgeblendet? Hm, deswegen. Weil die Zahl unwichtig ist. EP-Boost? Na, okay, wir heilen uns. Bossgegner. Ist das der Bossgegner? Ich glaube, das ist der finale Bossgegner, ne? Kann mir vorstellen. Ah, ist das widerlich, ey. Mach Schaden, mach Schaden, mach Schaden. Okay, wir werden uns immer auf jeden Fall in die Ecke verziehen. Und er ist tot! Stirb, du hässlicher Drache! Ist das schon Ende? Ah, verdammt. Doch, ist Ende, ne? Ja, Kapitel abgeschossen. Ich bin so gut. Du hast 87% der Spieler besiegt. Das heißt, 87% der Spieler kommen nicht mal bis zu dieser Ebene. Wir haben sogar ein Buch bekommen. Nice. Neues Kapitel freigeschaltet. Der Lebensraum möchte Kreaturen, um dem sich niemand zu nähern wagt. Wir haben neue Fähigkeiten bekommen. Attack Speed bei geringem Leben. Mehr Lebensregeneration. Also ich kann einfach nur erstmal vermuten, was das bedeutet. Je weniger Leben wir haben, desto mehr Leben kriegen wir durch die Herzen wieder. Je weniger Leben, desto mehr Ausweichrate. Crit Boost, Crit Dings über Zeit und Attack Speed über Zeit. Dass wir ab und zu mal so einen Boost bekommen. Nice! Wüste der Schatten. Nee, wie hieß das Ding? Beinhauswüste abgeschlossen. Aber was bist du denn für ein Clown, hä? Wegen solchen Leuten muss ich den Chat manchmal refreshen. Es tut mir leid, Leute. Okay, wir haben es geschafft, Leute.